Zur Fortsetzung des Programms schalten wir jetzt um nach Köln. Im August startet in den Kinos ein Film, der Kölns Rotlicht- und Kriminellenmilieu zum Thema hat. Aufmachen, Polizei! Heißes Pflaster Köln. Die Stadt erscheint hier als derber Sündenfuhl aus leichten Mädchen. Warum kommst du dann in unsere Straße, du Arsch? Skrupellosen Zuhältern. Wenn deine Kunden immer so begrüßt, bin ich bei Pleite. Jetzt hatte ich nur einen Kunden. Nicht viel, aber der Mensch freut sich. Und verlogenen Spießbürgern. Du sollst mich doch nicht ansprechen. Ich hätte doch noch mal fragen dürfen. Übermorgen komme ich. Die Kölnische Rundschau schreibt, Colonia, dein guter Ruf ist hin. Welcher Kneipe bist du denn wieder gefallen? Und die Stadtverwaltung fürchtet einen Rückgang des Tourismus. Man stört sich schon an den Titel, aber auch an Szenen wie diesen. Ich möchte nach Hause, mir ist schlecht. Ein offensichtlich betrunkenes Mädchen torkelt über den Domplatz. Im Hintergrund ahnungslose Schaulustige. Das ist die heutige Jugend. Das ist doch nicht zu fassen. Oder ein Überfall auf der Hohe Straße. Inszeniert mitten im ganz normalen Einkaufsrummel. Aber auch in Wirklichkeit macht Köln seit Jahren Schlagzeilen. Als Hauptstadt der Bandenkriminalität und der Prostitution. Kein Bande im Verdacht. Raubüberfall auf 50 Grund genug für eine Münchner Filmgesellschaft, eine ansehnliche Riege bekannter Filmschauspieler zu verpflichten und die aktuelle Lage, wie es heißt, hart und milieuecht nachzustellen. Doch das, was an dem Film in Wirklichkeit authentisch ist, wissen nur wenige. Neben den offiziellen Namen gibt es eine diskrete kölsche Besetzungsliste, die in keinem Abspann zu lesen ist. Hör mal, Puppe, kannst ja. Hör mal, was ist denn? 50 Mark. 50 Mark? Seite an Seite mit echten Schauspielern sehen wir echte Liebesdamen. Und hier mit Wingens Bananen einen stadtbekannten Zinker vom Eigelstein. Aus dem engsten Kreis um die Milieugröße Dumse Tünn. Hau ab, Puppe. Machen die zwei da Schwierigkeiten. Seine Rolle ist Teil eines geheimen Deals, damit das Team in Köln ungestört drehen kann. Andererseits zeigt der Film auch echte kölsche Schutzmänner und Justizbeamte. Kommen Sie runter, Keil, es hat keinen Zweck mehr. Links Polizeioberwachtmeister Heinz Spanier und rechts Polizeimeister Richard Wauer, erfahren als Streifenführer bei Schlägereien. Heinz Spanier taucht in der Produktion immer wieder als Fahrer auf. Mal auf Schleichfahrt in der Schildergasse. Oder bei einer rasanten Verfolgung über die Severinsstraße. Sogar im Polizeipräsidium darf gedreht werden. Und im Filmverhör, wie auch sonst immer, wenn hier Frauen oder Jugendliche vernommen werden, Renate Dobnitzky, Abteilung weibliche Kripo, Sozialer Dienst. Als die Alte das Geld gleich rausgerückt hätte, wäre die ganze Chose nicht passiert. Wer hat das Wasser reingelassen? Oder hast du sie reingestoßen? Als Tabubruch gilt auch der Auftritt zweier schwuler Männer. Entschuldige, Schwester. Du bist wohl gestürzt. Hast du noch eine Mark? Bist du Jack, wa? Ich kann dir doch nicht jeden Moment eine Mark geben. Homosexuelle Kontakte stehen bis 1969 unter Strafe. Pauli, die Schmiere ist draußen. Ich glaube, die kommen rein. Auf Kölns öffentlichen Toiletten ist damals die Gefahr, von der Polizei aufgegriffen zu werden, allgegenwärtig. Und in der Kölner Szene gibt es damals Namen, die zu Berühmtheiten werden. Wie Rainer Werner Fassbinder oder Udo Kier. Klaus Moldenhauer hier im Bild hätte es ihnen gerne nachgetan. Doch das schrille Urgestein der Kölner Szene schafft den Durchbruch nicht. Theo! Gedreht wird übrigens in einschlägig bekannten Kölner Lokalen. Zum Beispiel beim Nettchen am Eigelstein oder im Lapät am Heumarkt. Neueste Nachrichten! Schrecken von Köln hinter Schloss und Riegel! Dem Zuhälterunwesen wird ein Ende gesetzt! 15 Jahre!